Hello, hello, hello und willkommen zu deinem Tutorial. Das ist die Laura, ich bin der Kostas und wir machen heute zusammen Salsa Grundschritt. Okay, dann schauen wir uns doch mal die Salsa-Grundlage an, den Grundschritt. Wir machen mal Folgendes ganz entspannt, mal an der Stelle laufen. Jetzt möchten wir ein kleines rhythmisches Muster hier einbauen. Und zwar kennt ihr das aus einem Lied, das ganz bekannt ist. We will rock you, boom, boom, clap, boom, boom, clap. Das Lied an und für sich ist jetzt keine Salsa unbedingt, aber der Rhythmus ist genau den, den wir in den Füßen brauchen. Die Herren starten mit links, die Damen mit rechts. Und dann haben wir boom, boom, clap, boom, boom, clap, boom, boom, hey, boom, boom, hey. Also wir haben zwei kurze und einen etwas längeren Schritt. Ihr habt bestimmt auch schon gemerkt, der erste Durchgang, er mit links, sie mit rechts, boom, boom, clap. Und danach ist es der andere Fuß, der Herr mit rechts und die Dame mit links. Boom, boom, clap. So, jetzt haben wir schon mal unser Grundrhythmusmuster. Jetzt möchten wir daraus natürlich auch irgendwie im Raum uns bewegen. Bevor wir das gemeinsam machen, schauen wir mal Folgendes. Wir haben einen Punkt in der Mitte. Ich brauche mal mein Lieblingswerkzeug. Denn ich zeige immer alles sehr gerne mit einem Zollstock. Manchmal klappt das mit dem Fangen sogar, so wie heute. Also, wir haben quasi eine Basis und wir möchten Folgendes. Gerade eben haben wir alles in dieser Box drin gemacht, ne? Boom, boom, clap, boom, boom, clap. Jetzt möchten wir einen Fuß immer ein bisschen aus der Basis rausnehmen. Bevor wir den Grundschritt machen, machen wir eine kleine Vorübung, die heißt Cucarachas. Und das ist ein Fuß aus der Box raus und einen drin lassen und dann den anderen Fuß raus, boom, boom, clap. Für die Herren mit links, für die Damen mit rechts und das machen wir mal ein, zweimal am Stück. Und boom, boom, clap, boom, boom, clap. Ne, wir machen weiter und wir erzählen ein bisschen was dazu. Wenn wir den Fuß aus der Box rausnehmen, ist es wichtig, dass wir den Rückweg in Gedanken auch abspeichern. Denn wenn wir weit aus der Box rausgehen würden, dann wäre der Rückweg auch ziemlich lang und so viel Zeit haben wir in der Salsa tatsächlich gar nicht, weil es ein sehr dynamischer und feuriger Tanz ist und da brauchen wir eigentlich immer einen schnellen Rückweg auch. Also ein Fuß geht aus der Box raus, alles andere passiert hier drin und der Körper geht nicht ganz so weit zur Seite, sondern wir versuchen den möglichst über der Mitte zu lassen. Trotzdem sind das 1, 2, 3 Schritte, 1, 2, 3. Also hier möchten wir nicht mogeln und dann nur das machen. Das wäre geschummelt, das geht dann noch nicht unbedingt mit den Füßen vom Partner auf. Wir möchten hier wirklich 3 Schritte, aber ganz entspannt aus der Box raus. Wenn wir das hier zur Seite machen, heißt das Cucarachas, haben wir am Anfang schon erwähnt, gibt es auch als Element. Und jetzt möchten wir genau dasselbe Prinzip machen, aber nicht mehr zur Seite, sondern vorwärts und rückwärts. Der linke Fuß geht vorwärts aus der Box raus, der rechte Fuß geht rückwärts aus der Box raus. Damit wir das kurz alle gemeinsam üben, fangen wir auch einmal das mit dem Sprechen, ne? Fangen wir alle gemeinsam mit dem linken Fuß an und danach passen wir das zu zweit an. Alle mit dem linken Fuß vorwärts aus der Box raus, alles andere hier drin. Und dann rückwärts, rück. Mit dem rechten Fuß. Links geht's vorwärts. 1, 2, 3. Und auch hier seht ihr, wir lehnen uns nicht zu weit nach vorne oder nach hinten, sondern versuchen möglichst alles in dieser Box zu lassen. Die Füße haben trotzdem, wenn wir hier ankommen, immer ein bisschen Spielraum. Also ihr seht, wir haben die nicht press aneinander, sondern ganz locker in der Box stehen. Ta, ta, ta. Sehr cool. Jetzt räume ich das nochmal ein Stückchen zur Seite, damit wir euch das auch zu zweit zeigen können. Wenn wir das voreinander machen, dann wäre es natürlich jetzt schwierig, wenn wir beide mit dem linken Fuß nach vorne starten, denn
Da haben wir Trefferquote gleich 100%. Die Damen dürfen mit dem Rückwärtsteil starten, also mit dem rechten Fuß rückwärts. Die Herren mit dem linken Fuß vorwärts. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schritte haben wir. Und der Rhythmus bleibt immer gleich. Kurz, kurz, lang, kurz, kurz, lang oder boom, boom, clap. Boom, boom, clap. Machen wir 1, 2 Mal am Stück. Und boom, boom, clap. Boom, boom, clap. Boom, boom, clap. Boom, boom, clap. Und ihr seht, es ist ganz wichtig, dass wir, jeder hat seinen Tanzbereich. Mein Tanzbereich, dein Tanzbereich. Hat jemand den Film gesehen? Dirty Dancing? Genau. Es ist wichtig, dass wir unseren kleinen Tanzbereich hier haben. Denn wenn ich jetzt mit beiden Füßen aus der Box rausgehen würde, auch wieder Trefferquote sehr, sehr hoch. Ne? Also wir haben immer einen Hin- und einen Rückweg. Und ihr seht, die Schritte sind jetzt gar nicht so weit nach vorne und nach hinten. Maximal eine Schuhlänge und dann sind wir eigentlich ziemlich gut unterwegs. Jetzt zu den Händen. Es gibt verschiedene Tanzhaltungen. Es gibt diese Tanzhaltung, es gibt diese Tanzhaltung, es gibt diese Tanzhaltung. Wir machen das an beiden Händen. Und wenn wir die Hände hier in Kontakt haben, haben wir immer ein bisschen, ganz klein wenig Spannung drauf. Denn später, wenn wir irgendwelche Signale geben möchten und anzeigen möchten, brauchen wir eigentlich eine schnelle Reaktionszeit. Ne? Wenn wir, lass mal ganz, ganz locker, ne? Wenn wir von hier irgendwo den Arm hinbewegen möchten, zum einen dauert das lang, sieht auch jetzt nicht so elegant aus. Und es kommt auch später an, das Signal. Ja, also wenn wir hier ein bisschen Spannung drauf haben, ne, wie einen angenehmen Händedruck kann man sich das vorstellen, dann sind wir gut unterwegs. Der Körper darf sich hier auch gerne mitbewegen, aber nur, wenn es natürlich mitschwingt. Also nicht bewusst dran denken und versuchen, irgendwas mit dem Körper zu machen. Wenn ihr euch bewegt, bewegt sich der Körper in der Regel ganz von alleine auch irgendwie mit. Und die Hände dürfen natürlich das erweitern, ohne dass wir was zusätzlich machen. Da gibt es super viele schöne Versionen, die wir alle nicht brauchen. Zum Beispiel, also das ist ein Negativbeispiel, bitte nicht machen. Was haben wir? Den schwimmenden Hund. Den Disco-Foxer. Den Ruderer haben wir auch. Und den Rope-Skipper. Also alles wunderschön, brauchen wir aber alles nicht. Ne? Also in der Regel bewegen sich die Arme, weil sich der Körper bewegt, nicht weil die zusätzlich irgendwas tun im Grundschritt. Ne? Hier, ne? Arme haben ein bisschen Bewegung, aber nur weil der Körper sich bewegt und nicht zusätzlich. Boom, boom, clap, boom, boom, clap, boom, boom, clap, boom, boom, clap. Guten Tag, kann man sich auch nett unterhalten bei. Boom, boom, clap, boom, okay, cool. Dann haben wir es geschafft. Das ist der Salsa-Grundschritt und auf den bauen dann alle anderen Figuren auf. Wir hoffen, ihr habt ganz viel Spaß damit und wenn ihr noch mehr Lust auf Salsa habt, dann guckt auch gerne die anderen Videos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Danke, dass ihr da wart. Tschüss und auf Wiedersehen. Hola. Hola. ¿Qué tal? Du kannst ja gar kein Spanisch. Muy bien. Oh, das kann er. Krass. Un cerveza, por favor. Der wichtigste spanische Satz. Un cerveza, por favor. Una cerveza.